It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Wir haben mal wieder einen mit Knives, also mit einem Knife, mit Ultra Violet Shadow Dagger Buttplug Action. Disgusting! Wir gucken mal rein. Sie führen 4-2 und er hat 70% Headshot-Rate. Ja, gut. Da kann man ja mal gucken, was er daraus macht. Er präsentiert die Dagger hier auf jeden Fall voller Stolz und schlägt sich die Rübe da oben an. Mitte ist frei. Wir gucken natürlich direkt, wie er die ganze Sache handhabt, ob er da irgendwie... Na gut, jetzt kommt ja einer. Frühzeitig verschiebt oder so, zwecks Vision. Aber er weiß doch hier ziemlich sicher, dass da einer ist. Okay, also Vision ist sich zu 100% bereits jetzt confirmed. Alles andere müssen wir noch im Auge behalten, ob ich ihm eben mehr drücken muss für die Overwatch-Score. Ihr wisst, wie es wieder Hase läuft. Also da Lower kommt gleich Mademoiselle Maple runter und... Ich würde hier sagen... Nach wie vor Vision Assist an der Stelle. Das war sehr schön. Okay, gut. Also hier würde ich jetzt schon etwas davon abweichen und sagen, das sieht sogar Richtung vollem Programm aus. Also, die Hobbys. Kackvogel. Größter Kackvogel der Welt. Wie frech ist denn das? Der ist ja alles. Der hat Shadow Dagger Ultra Violet und scheiß rein. Was macht er denn jetzt? Also der macht die ja komplett nackig. Ich schau mal ganz kurz, was die wert sind. Ich sehe ja gerade, dass die so zwischen 75 und 95 Euronen liegen, ohne Stat-Track. Was schätzen wir hier für eine Condition? Ich würde sagen Minimal Wear, oder? So wie die aussehen. Wie sehen sie denn in... Ja, doch. Das könnte Minimal Wear sein oder sogar... Ja, die Kanten. Also ja, sagen wir mal 80 bis 90 Euro oder 70 bis 90 Euro halt. Also 95 ist jetzt natürlich auch nicht die Welt, aber... Er schmeißt hier halt mit dem voll oder sie, keine Ahnung, mit vollem Elan das Geld in den Eimer. Oh, wie frech! Wir hatten das schon ein paar Mal, also wir hatten auch schon, hatten wir schon mal einen Rager? Der so viel an Inventory hatte? Ja, doch, bestimmt. Wir hatten, glaube ich, mal um die 100 Dollar hatten wir schon. Auf das 2, meine ich, war das. Wir hatten auch schon Leute, die mit viel, viel weniger Cheats. Aber dafür viel fetterem Inventar rumgedackelt haben, aber trotzdem halt voll obvious waren, die dann auch im Nachhinein gebannt wurden. Die Titel sind dann halt, oh, guck sie an, wie rum, joink. Titel von den Videos dann halt sowas wie, ne, X-100-Dollar Inventory gebannt und so weiter und so fort. Also den Account behalten wir auf jeden Fall auch im Auge, um zu schauen, ob und wie schnell da ein Bann reinkommt. Die Frage ist immer mal wieder da, wie ich das eben wissen kann, also wie ich in die Inventare reinschauen kann, in die Profile und so weiter und so fort. Ich sag's ja auch nochmal einfach im Video, man kann über einen Umweg, den ich aber nicht verraten soll, von der Person, die ihn mir gezeigt hat, man kann über einen Umweg einfach an die Demo herankommen, sich die Demo herunterladen und die Demo einfach anschauen. Und da ich ja das Overwatch mir davor angeschaut habe, weiß ich ja, was für Skins derjenige hatte, wo lang er in welcher Runde gelaufen ist, somit gucke ich dann einfach in der Demo, wer das ist. Und dann habe ich halt alles, ne? In der Demo stehen die ganz normalen Klarnamen drin. Auch hier nochmal ganz kurz verklärt die. Das ist ganz einfach. Das ist ein bisschen eklig, was er hier gerade macht. Das müssen wir uns eigentlich nicht angucken. Also der hat das volle Programm am Laufen. Wir tönen durch, gucken noch in den nächsten Fall rein. Und dann hoffen wir, dass der Band da auf jeden Fall reinfliegt. Wir schauen auch kurz das Profil von Mr. Kackvogel an. Und wir machen hier einfach mal einen kleinen Cut. So, Dille. Dann drücken wir natürlich erstmal rein und danach gucken wir uns das Profil an. Aim Assist, yes. Vision Assist, Ada. Fischow. Und Grief, ich glaube nicht. Ich habe zumindest nichts gesehen. Dann drücken wir eben das mal weg. Ja, das Profil sieht nicht so gut. Das könnte Rowdy sein, zwecks Forza. Wir gucken noch ins Inventory rein. Ah ja, also wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Shadow Dagger sind am Start. Eine AWP, Ateris, eine Dragon Lure. Okay, gut. Was ist hier noch so rumliegen? Eine Mecha Industries, die kann schon auch ein bisschen was. Und sonst eigentlich nur Krustel, auch eine Empress. Und die hier ist auch, komm, die ist schon ganz nice. Und falls jetzt hier irgendwie was Krasses dabei ist, was ich nicht erkenne, dann ist da halt noch krasseres Zeug dabei. Ja, ich würde sagen, das kann man auf... Ich habe ganz kurz gedacht, doch nebendran in Neonor. Wobei die auch ziemlich mittelmäßig abgeranzt ist. Also, Inventory, bisschen was drin. Das ist jetzt eine ultra hardcore grobe Schätzung. Ich weiß, dass das Ding ungefähr 80 wert ist. Also wahrscheinlich alles so 100, 150 oder so.
Da ist jetzt auch keine Kiste, kein Stash, wo irgendwas versteckelt ist. Ich weiß halt, dass die Cyrix ein bisschen was kann, die hier kann ein bisschen was, die hier wird ein bisschen was können. Einfach vom Preis her, das ein bisschen was, das Teil. Also ja, so zwischen 100 und 150, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Also weniger eher nicht, aber mehr. Gut, dann gehen wir zum nächsten Fall. Ah, das 2. Das ist ja schön. Das kann ja eigentlich nur Legend sein. Guck mal da. Er schaut gerade aus. Ich fass es nicht. Hat zwar keine Skins. Oh. Mach doch nicht direkt hier irgendwelche Headshots und will sogar Utility benutzen. Suspect, du überraschst mich. Was ist jetzt hier? Was ist denn der jetzt? Gut, springt ein bisschen viel, aber könnte auch einfach nur Babbo sein. Sie sind jetzt hier gerade 3 gegen 5 und es wirkt im Moment tatsächlich so, als wenn sie halt so einen kleinen... Ah ja, Wissen ist, glaube ich, da so einen kleinen Go eben, ja, machen wollen würden. Nicht blindlings Deathmatch-mäßig, wie es bei manchen Overwatches eben so ist, reinrennen, sondern so ein bisschen, hier geht long, ich geh short, aber ja, da ist, würde ich jetzt auch schon sagen, Vision wie auch Aim auf jeden Fall vorhanden. Der Smoke dahinter sich ab, wir gucken mal, wie die ganze Sache weiterverläuft. Das können natürlich auch noch Luck-Kills gewesen sein, aber Vision bin ich doch sehr sicher, dass er da die... Oh, wie frech! Oh, wie absolut frech er den gepimmelt hat. Aber immerhin verloren, die Opala. Immerhin verloren die Runde, das ist ja schon mal was. Ich spule ein bisschen, weil jetzt haben wir dann doch, ich denke, contentmäßig so viel, dass wir ja da auch nicht übertreiben wollen. Ich kenne euch ja, ihr schaut am liebsten so 4 bis 8 Minuten. Ist, glaube ich, so eure beste Zeit, beste Videolänge. Und da wir jetzt dann noch ein bisschen auch ins Inventar reingeschaut haben, da von einem anderen Knilch. Mal gucken, also er smoked, aber das muss man jetzt eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das ist halt jetzt absoluter Quatsch. Wir müssen nur gucken, ob er wirklich auch Vision Assist, Aim Assist hat, weil bei Vision, wissen wir ja, kann man halt sehr, sehr einfach auch auf Headshots gehen, aber dieses Rumgezuckel beim Ballern, ich weiß es nicht. Das kenne ich sonst nur von MK, aber sonst kenne ich keinen, der so rumkeckelt, wenn geschossen wird. Mal gucken, ob er jetzt noch ein paar ganz, ganz freche Aimungen betreibt. Short kommen welche, 2, 3 Stück stellen sich da direkt vor ihn auf, mal gucken, ob er alle kriegt. Ja, doch, da ist, also ich finde auch gerade eben bei dem Shot her, hier hat man gemerkt, wie das Fadenkreuz da so ein bisschen gehangen oder geklebt hat. Also da würde ich auch ganz feste von der Vision Assist bereits ausgehen. Aber noch nicht. Also irgendwelche Anti-Aim-Geschichten oder Movement-Sachen habe ich bei ihm jetzt noch nicht verspürt oder gesehen. Da könnt ihr natürlich auch dennoch in die Kommentare was reinhasseln. Ah, da, apropos Kommentare, Giveaway müssen wir noch auflösen. Oh, shit, dude. Ist mir jetzt eben eingefallen. Ja, das machen wir dann gleich noch. Wir lassen hier mal hier noch ein bisschen rumtingeln. Gut, gut, gut. Geh mal planten. Mitte macht der Mate. Und die Gegner kommen jetzt ran. Wo ist dein Mate? Ach, dein Mate ist in den Tunnels drin, okay. Also die CTs scheinen auf jeden Fall nicht zu cheaten, ne? So wie sie da rumschlappen, reingelaufen kommen, abaimen und so weiter. Ist ja wohl alles sauber. Es ist ja wirklich keine Seltenheit, dass eben beide Teams 1, 2 Cheater haben. Aber zumindest die 3 haben jetzt vollkommen normal reingeschüttelt. Einer ist auch schon gegangen. Achso, die sind generell nur zu dritt. Das raff ich jetzt erst, dass das nur 3 sind. Ja, wahrscheinlich ist halt direkt einer rausgegangen, ne? Das ist halt fucky. Wenn du weißt, dass bei dir einer cheatet, ist das halt schon mal absolut lost. Das ist dann ein verlorenes Spiel. Also, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht hier im Sinne vom Spiel selbst, sondern einfach verlorene Zeit, die man in dem Spiel verbringt. Wenn der Bann reinfliegt, ist dann eh das Spiel weg und niemand will einen Win wegen eines Cheaters haben. Man will ihn selbst erspielen und das war's. Außer irgendwelche Boosting-Kacke haben, aber ja. Da gehe ich mal fest davon aus, dass hier keine dabei ist. Ich denke, wir müssen das nicht mehr machen, oder? Mission, Aim, hundertprozentig. Other habe ich nichts gesehen und da die Runde jetzt auch... Wir kriegen noch eine Runde geschenkt. Wir gucken ganz kurz noch wegen Bunny Hops, aber da habe ich jetzt keine gemacht, da wird auch keine mehr machen. Ja, gut, das war's. Later! Okay, dann werde ich ihm jetzt hier auch wieder Aim, Vision, Other No, Griefing No und damit. Und jetzt Giveaway-Zeit! Also, wir hatten ja einmal diese Glock 18 Sacrifice mit drin und des Weiteren noch einen Sticker und zwar den Fate Lethal. Das war ein Bundle, das kann jetzt eine Person gewinnen. Man musste unter dem Video schreiben, wie man die ganze Geschichte in den Livestreams findet, dass man Bubble Dollar sammeln muss, kostenlos, um dann bei den Giveaways mitmachen zu können. Daraufhin überprüfen wir jetzt das Video. Das war das Video, was würdest du ihm drücken? So hieß es, war uns CSGO Overwatch. Ich bin bereits im YouTube Comment Picker und hab hier den Klink drin. Duplicate raus, 9 und Hayabina Kippi. 27 Kommentare, danke dafür. Und wir suchen uns dann jetzt, oder lassen jetzt, den Gewinner heraussuchen. Denkt aber bitte dran, man muss über die Bubble Dollar schreiben. Ist kein Griefing, da seine Mates im Gegner-Team reingibt, also sind die MM-Regeln von Valve sowieso gebrochen.
Panzerkäfer, leider kannst du so nicht gewinnen, weil du eben nicht das, die Code-Phrase beschrieben hast. Ja, dann pick ich einen anderen Winner. Wir gucken mal, ob da über die Bubble Dollar gesprochen wird. Ich hatte jetzt schon länger keinen Hacker mehr, bis gestern im Wingman. Einfach aufhören wollen, was aber mit dem. Sei was Dreistes. Okay, Captain Useless, schade. Das ist so ein wirklich schöner Kommentar. Aber leider keine. Oder? Hab ich irgendwas. Nee, ne? Ich glaube, ich musste noch nie doppelt ziehen. Gut, weiter geht's. Und der nächste oder jetzt richtige Gewinner ist. Ich finde die Regeln sehr gut, weil ich nicht jeder neu bei den Giveaway mitmachen kann. Das bezieht sich wohl auf diese Bubble Dollar Sache. Es geht ja um die Giveaways. Ja, gut. Dann anonym. Somit hast du gewonnen. Auch wenn der Kommentar jetzt nicht so krass ist. Aber ja, naja, es reicht, wenn man halt einfach über das Thema schreibt. Natürlich sehe ich es lieber, wenn ihr zum Video einfach irgendwas kommentiert, einen Kommentar, den ihr sowieso geschrieben hättet, und danach hinzukommt noch irgendwas wegen dem Giveaway. Aber so geht's natürlich auch. Also anonym, du bist der Gewinner. Schreib mir bitte hier unter das Video, das du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Dann antworte ich darauf und sag dir, cool, anonym, nice. Und in dieser Antwort werde ich noch schreiben, dass du mir bitte deinen Trade-Link schicken sollst. Und zwar gekürzt. Alles ab Partner einfach, die rechte Seite, alles ab Partner, der normale Trade-Link, warte, ich kruschel dir das kurz raus, Moment. Wenn das hier also dein Trade-Link ist, dann alles hier ab Partner, einfach als ganz neuen Kommentar unter das Video schreiben. Nicht als Antwort, sondern als neuen Kommentar, weil dann kriege ich das halt angezeigt, sonst löscht das YouTube weg und schreibe am besten noch irgendwie einen Text dazu, ne, von wegen, hier ist mein Trade-Link oder was weiß ich. Dann sollte das durchgehen. So, Glückwunsch. Und natürlich wäre ich ein Keck, wenn es nicht noch ein neues Giveaway gäbe. Und zwar gibt es heute diesen Black Wolf Sabre Agent zu gewinnen. Nicht mit den Handschuhen und Gloves, nur das Model an sich. Und wie man mitmacht, ist wie folgt. Man schreibt etwas über das neue Giveaway Knife, das wir aktuell auf Twitch am Start haben. Was sagt ihr dazu? Lecker oder Schmecker? Star Trek Classic Knife Fate. Einige wissen schon, das Ding kommt von einem Zuschauer, und zwar von Patamek. Richtiger Gönner. Das wird es dann auf Twitch im nächsten großen Giveaway geben. Was sagt ihr dazu? Geil, super geil oder super duper geil? Gut, dann bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Lasst es krachen und kommt natürlich sehr gerne in die Livestreams. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Rankommen, let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf